mal hier noch ein bisschen einen Windschutz bauen, dass das nicht gleich umschmeißt. Ja. Toll. Ich dachte nicht. Nee, wir haben nicht warm. Offensichtlich. Und jemand hat gesagt, wir haben den kältesten April seit Ewigkeiten. Das merkt man auch an der Wassertemperatur. Ja. Na toll. Na, ich war jetzt schon lange nicht mehr, ne? Da muss ich wieder raus. Was denkst du, wie lange? Ich war auf jeden Fall länger als beim letzten Mal. Ja, super. Und das ist okay. Ich bin stolz auf mich. Also ich will nur sagen, um das zu vergleichen, also Leute, nur um das zu vergleichen. Es ist so schwer, länger hier drin zu bleiben. Das ist echt. Du hast echt trainiert. Also das sieht jetzt so einfach aus bei dir, weißt du, aber. Nee. Das ist wirklich eine Leistung, da so lange drin zu sein.
wenn man draußen ist, fühlt man sich richtig gut. Ja. Das ist wirklich toll. Ich komme jetzt aber auch raus. Das ist ein schönes Gefühl dann so. Obwohl es draußen kalt ist, fühlt man sich dann draußen wieder schön warm. Das ist toll. Liebe Eisbahnfreunde, jetzt unser übliches Feedback von hinterher. Ich fand es sehr schön. Es ist heute allerdings ganz schön windig. Also man sieht es an den Wellen auf dem See. Und dann muss ich sagen, es ist im Wasser fast schöner als draußen. Also jetzt hier draußen werden wir ganz schön durchgepustet und ich zitter ein bisschen. Und ja, wir werden uns jetzt bewegen müssen, um wieder warm zu werden. Ja, das stimmt. Aber wir haben heute sind wir vorher wieder eine Runde gejoggt. Genau. Das fand ich sehr schön. Dann die Sonne, die war, oder die ist Sonne immer, ist herrlich, die Sonne ist herrlich, ja genau. Ja, ich habe jetzt zwischendurch mal lange Pause gemacht, ne? Ich glaube 3 Wochen oder so, ich weiß gar nicht. Das merkt man ja, also wenn man mal 3 Wochen nichts gemacht hat, dann fängt man fast wieder wie von vorne an, ja. Aber ich habe trotzdem länger drinnen ausgehalten, aber ich habe, also es war ganz schön kalt so zwischen, also ich habe eine kleine erste Hürde, habe ich jetzt schon, ich habe mich schon selbst ein bisschen überwunden, so. Ja, ich weiß, ich habe jetzt gar nicht gezählt, wie viele Sekunden ich drin war. Das können wir nachher prüfen, wenn wir uns das Video angucken. Also ja, ich habe auch keine Rekorde gebrochen, aber das ist jetzt auch gerade nicht mein Thema. Jetzt ist nur noch genießen angesagt. Genau, richtig. Hauptsache man macht es und man hinterher fühle ich mich immer richtig gut, muss ich sagen. Das ist ein richtig, also was haben wir vorhin gesagt? Adrenalin, Dopamin, irgendwas muss da ausgeschüttet werden, ne? Ja, cool. Danke fürs Zugucken.